Herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem Politmagazin im Februar. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Wichtigkeit des bayerischen Ehrenamts und wir diskutieren eine stärkere Einbindung der Bürger in die Politik bei wichtigen Entscheidungen. Und in Plenum TV Kontrovers steht uns Diana Stachowitz von der SPD Rede und Antwort zum umstrittenen Freihandelsabkommen mit den USA, genannt TTIP. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Michaela Kaniba, 37 Jahre alt, verheiratet, drei Töchter und Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Mehr als 51% der Wähler haben Michaela Kaniba als Stimmkreisabgeordnete in den Landtag gewählt. Ich komme aus einer sehr großen Familie, habe drei Kinder, bin verheiratet und habe wahnsinnig viele Cousinen und Cousins. Allerdings auch natürlich zwei Geschwister, die eben wiederum auch Kinder haben. Also es verbreitet sich sehr, sehr gut und wir haben einen starken Zusammenhalt. Und das ist auch meine Rückenstärkung und auch meine Bodenhaftung, die ich brauche, um auch gut arbeiten zu können. Michaela Kaniba ist eine politische Seiteneinsteigerin. Sie hat sich 2006 gemeinsam mit anderen Müttern gegen das damals in Kraft getretene bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz engagiert. Und ich bin dann zur CSU gegangen und habe mich da aktiv für viele Dinge eingesetzt und bin halt dann in den Ortsverband der CSU Bayerische Gemeinden beigetreten und dann so langsam Schritt für Schritt in den Kreisverband der CSU und habe dann 2012 die Möglichkeit gehabt, den CSU-Kreisvorsitz im Berchtesgadener Land die Wahl damals für mich zu entscheiden. Sie hat damals auch schon im Abgeordnetenbüro von Roland Richter gearbeitet. Seit September 2013 ist sie seine Nachfolgerin. Für uns muss es ganz klar heißen, wo möchte unsere Region hin? Für meine Frage ganz offen, auch der Tourismus muss hier weiter vorangetrieben werden. In Bayern hat der Bürger über sein Wahlrecht hinaus so viele Beteiligungsmöglichkeiten wie in keinem anderen Bundesland. Doch alle Fraktionen wollen den Bürger noch stärker einbinden. Während die CSU auf unverbindliche Volksbefragungen setzt, fordern die anderen Fraktionen verbindliche Volksabstimmungen. Also Franz Josef Strauß hat immer gesagt, den Menschen auf den Mund schauen und nicht nach dem Mund reden. Jetzt wird es ein bisschen in die Tat umgesetzt, den Menschen zuzuhören, wo sie auch ihre Meinung haben. Nichtsdestotrotz kann auch die Entscheidung aber nicht zu einem Sinneswandel der Regierung sein. Es geht nach dem Motto von Karl Valentin, mögen hätte ich schon wollen, noch dürfen, habe mich nicht getraut, weil es letztlich keine Bindungswirkung hat. Der Bürger soll über was abstimmen und wenn er abgestimmt hat, sagt die Regierung, Ellerbirsch, machen wir nicht. Das sind Dinge, die wir nicht akzeptieren. Aber wir sind für eine verstärkte Befragung der Bürger. Aber wenn, dann muss das auch für alle möglich sein. Und es muss entscheidend sein und nicht, dass man sagt, Ellerbirsch, machen wir nicht. Nun, es sind ganz klare Regularien getroffen. Wir wollen die Bürger stärker mit ins Boot holen. Auch bei Entscheidungen, die jetzt durch einen Volksentscheid nicht abgedeckt sind in der Bayerischen Verfassung. Deswegen ist es eine entsprechende Erweiterung einer stärkeren demokratischen Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Volksbefragungen können ein ergänzendes Instrument sein, allerdings so, wie es die CSU gemacht hat, dass das alleinige Instrument des Ministerpräsidenten ist, geht es natürlich nicht. Wir wollen ein Parlamentsinstrument daraus machen und wir wollen, dass dieses Instrument am Ende auch die Opposition mit Minderheitenrechten nutzen kann und das nicht nur eine reine Propagandageschichte des Ministerpräsidenten wird. Also ich finde, eine Volksbefragung ist ein weiteres wichtiges Instrumentarium neben Volksbegehren und Volksentscheid, um die Meinung der Bürger abzufragen. Die Meinung ist uns wichtig und das ist nicht nur bei Gesetzesvorlagen, sondern auch allgemeinen Vorhaben. So kann der Bürger konkret gefragt werden und es wird uns dann von Seiten der CSU immer vorgeworfen, ja, Volksbefragungen sind unverbindlich. Für mich als Demokrat, für mich als gewählte Stimmkreisabgeordnete des Landkreises Eichstätt wäre die Meinungsäußerung der Mehrheit meiner Bürger vor Ort sehr wohl verbindlich und bindend.
Ja, unverbindliche Befragungen haben wir genug. Ich denke, unser Leitspruch ist, den Bürger ernst nehmen. Wenn ich den Bürger ernst nehme, dann muss seine Meinung natürlich auch Konsequenzen haben. In dem Fall muss es dann natürlich, wie beim Bürgerentscheid, auf kommunaler Ebene ganz klar definiert sein, unter welchen Voraussetzungen dann letztendlich auch das Land Bayern entsprechend so eine Befragung umsetzen muss. Kommen wir zu einem anderen Thema. Das Ehrenamt ist in Bayern eine wichtige und fundamentale Einrichtung. Ohne die vielen freiwilligen Helfer, vor allem im Sozialsystem, würde Bayern vor große Probleme gestellt. Darin sind sich zumindest alle Politiker einig. Damit dieser Wichtigkeit auch Nachdruck verliehen wird, plante ein Runder Tisch den Bayerischen Ehrenpreis. Dieser soll mit 100.000 Euro dotiert sein. Doch wann er kommt und wie hoch dieser Preis tatsächlich ausfallen wird, ist noch ungewiss. Ich denke, dass dieser Ansatz, einen Ehrenamtspreis zu verleihen, eine gute Idee ist, dem Ehrenamt in Bayern einen noch besseren Stellenwert zu geben. Ich denke, so ein Preis ist schön zu haben, ist ja eigentlich auch hier Beschlusslage, deswegen sollte er bald kommen. Aber ich glaube, der Preis sollte es nicht alleine sein, sondern tatsächlich allen Ehrenamtlichen, die irgendwo arbeiten, mehr Respekt und mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Das ist wichtig. Wie Sie richtig sagen, ist das Ehrenamt von ganz entscheidender Bedeutung für den Freistaat Bayern. Jeder dritte Bayer ist ehrenamtlich tätig und der Freistaat hat da auch ein wichtiges Signal gesetzt und unseren langjährigen Staatssekretär Markus Sackmann zum Ehrenamtsbeauftragten ernannt. Wir dürfen auch nicht nachlassen, das Ehrenamt zu fördern, denn unser Staat lebt davon. Im Moment ist eine totale Verzögerung und ich denke, dass die Staatsregierung endlich erkennen muss, sie lobt immer wieder die Ehrenamtlichen, aber sie muss sie auch anerkennen. Und daher ist die Forderung, dass dieser Preis, der schon längst überfällig ist, jetzt auch endlich kommt. Es ist, denke ich, in der heutigen Zeit außerordentlich wichtig, weil unsere Gesellschaft ganz entscheidend von den Menschen lebt, die bereit sind, mehr zu tun als ihre Pflicht. Und deshalb ist das Resultat des runden Tisches auch ein sehr positives. Es ist vorgesehen, dass 2016 im Rahmen des jährlichen Ehrenamtskongresses dieser Preis erstmals vergeben wird. Ja, das ist genau der Punkt. Die 100.000 Euro wurden im runden Tisch 2014 beschlossen. Ich finde das auch sehr wichtig, dass das beschlossen wurde, weil das Ehrenamt ein wichtiger Baustein hier in uns in Bayern für unsere Gesellschaft ist. Und da stellt sich genau die Frage, ja, wann ist es denn endlich soweit? Ich hoffe bald. Nach meinen derzeitigen Informationen plant die CSU-Staatsregierung das für 2016. Wir versuchen das noch zu beschleunigen, aber bisher hat die Mehrheit aus CSU bestehend dafür gesorgt, dass kein Geld im Haushalt dafür da ist. Plenum TV Kontrovers, dieses Mal mit dem Freihandelsabkommen zwischen Deutschland und den USA, kurz genannt TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Zu diesem Thema begrüße ich Diana Stachowitz von der SPD. Sie sind im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen. Genau. Das heißt, Sie kennen sich eigentlich mit TTIP aus. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich kenne mich insofern aus, dass wir uns gut informieren, weil wir uns natürlich ganz nah an Europa fühlen und wollen, dass die bayerischen Interessen und in diesem Punkt die Wirtschaftsinteressen Bayerns natürlich Einfluss finden in den europäischen Verhandlungen. Was ist denn jetzt genau dieses TTIP? Wozu dient es uns? Das TTIP dient in erster Linie dem Handel. Das heißt, dass wir Produkte, die wir exportieren wollen nach Amerika, dass die dort nicht nochmal teurer werden und für den Verbraucher uninteressanter werden, weil der Blinker hier rot ist, in Amerika orange ist und deswegen nochmal einen ganzen Prozess von Sicherheit, von Normenkontrollen durchlaufen muss, sondern dass diese Standards hier schon in den Werken festgelegt werden können. Weil Sie gerade die Standards ansprechen, das wird ja von vielen Kritikern dieses Handelsabkommens gesagt, dass der Standard, also unser gewohnter Standard, mit diesem Freihandelsabkommen gesenkt werden könnte. Ja, also man muss diese Ängste sehr ernst nehmen und in einigen Bereichen ist es auch möglich. Deswegen gilt es, hart zu verhandeln. In anderen Bereichen haben die Amerikaner genau die gleichen Ängste. Zum Beispiel im medizinischen Bereich sind die Standards in Amerika wesentlich höher als in Europa. Und deswegen gilt es, die besten Standards für die Verbraucher zu erreichen. Das ist unser Ziel. Und hier gilt es, sich einzusetzen und hart zu verhandeln mit Amerika.
Weil Sie gerade die Verbraucher angesprochen haben, dieses Abkommen, das betrifft ja jetzt nicht nur einzelne Firmen, sondern die gesamte Bevölkerung in Amerika und auch bei uns. Aber dennoch wird diese nicht mitgenommen. Es gibt Vorwürfe, dass man von einer antidemokratischen Verhandlung spreche, weil einfach keiner eingebunden wird. Und auch beim Vorbild CETA, dieses Abkommen mit Kanada, da wird man ja vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, also CETA ist jetzt von den Unterhändlern ausverhandelt und muss dem Parlament vorgelegt werden. Das ist auch richtig so. Das Europäische Parlament nimmt es sehr ernst, auch die Nachverhandlungen. Also da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass eben die entsprechenden Schwachpunkte in dem CETA-Bereich, das heißt insbesondere das Schiedsverfahren hier nochmal nachgerüstet wird, dass es öffentlich-rechtlich garantiert ist. Und der Herr Lange, Berichterstatter im Europäischen Parlament zu dem CETA-Abkommen, hat deutlich gesagt, wenn hier keine Verbesserungen eingeführt werden, dann wird das Parlament nicht zustimmen. Zu dem Punkt, TTIP wird geheim verhandelt. Mhm. Der Start war sehr schwierig, aber wir haben Neuwahlen gehabt, beziehungsweise wir haben die Wahlen zum Europäischen Parlament gehabt. Damit ist eine neue Ära eingetreten. Die neue Kommissarin Malmström hat ganz deutlich mit ihrer Transparenzoffensive gemacht, dass hier alle Verhandlungen, die in dem Europäischen Parlament angekommen sind, beziehungsweise in Europa angekommen sind, transparent gemacht werden, offen gemacht werden. Das heißt, alles, was dem Parlament vorliegt, kann auch den Bürgern bzw. den entsprechenden Vertretern vorliegen. Sie können informiert werden. Es sind ganz viele Informationsrunden, zu denen eingeladen werden, ob es die Kommunen sind, ob es die Regionen sind. Es werden regelmäßig die Nationalstaaten informiert, fast wöchentlich. Also da ist, glaube ich, eine starke Veränderung hat sich da eingestellt und die Bürger können jetzt sehr gut informiert werden. Die SPD hat am Montag jetzt einen Livestream gehabt, wo wirklich sowohl die ganzen Vorteile als auch die Nachteile deutlich benannt worden sind, wo mit den Bürgern drum gerungen wird. Wir hatten ein ganz breites Publikum, das mitgemacht hat. Also ich glaube, es wird alles daran getan, um hier wirklich die Bevölkerung zu informieren, welche Chancen und Risiken gibt es mit dem Handelsabkommen. Sie haben ja davon gesprochen, dass das Freihandelsabkommen zwischen den zwei größten Demokratien stattfindet. Sehen Sie darin eine Zukunft für Deutschland, also tatsächlich, dass Deutschland noch relevant sein wird auf dem globalen Markt? Also es ist eine Chance. 2040 werden wir nur 4% der Bevölkerung stellen in Europa. Auch unser Bruttosozialprodukt wird dementsprechend abschmelzen. Das heißt, als Handelspartner wird Europa im Jahre 2040 nicht mehr so interessant sein. Das heißt, wenn wir jetzt nicht hart rein verhandeln, dass es Standards gibt, die einen europäischen Kontinent hier auch noch darstellen, sowohl in der Demokratie als auch im Arbeitsrecht, auch im Verbraucherschutz, dann werden das andere Kontinente übernehmen, andere Handelspartner, und damit werden wir nicht besser fahren. Natürlich hat China ein Interesse bekundet, da werden wir uns über die demokratischen Vorstellungen wundern. Oder Indien im Verbraucherstandard, Arbeiterschutz, das alles wird dann von Staaten vorgegeben, wo ich sage, da sind die Standards viel und eindeutig zu niedrig. Wenn, denn haben wir jetzt Chance, mit unserem großen Gewicht Europa hier noch hart rein zu verhandeln, dass die Standards wirklich gut sind und auf einem hohen Niveau, sowohl für den Verbraucher als auch für den Arbeitnehmer. Das heißt für uns, im Prinzip sucht man sich bei jedem Land die höheren Standards und würde daraus dann einen Kompromiss schließen, und das heißt eigentlich auch für uns ein Zugewinn an zum Beispiel medizinischem Standard. Für Europa könnte das jetzt in dem Freihandelsabkommen mit Amerika, also mit den USA, bedeuten, dass wir bessere Standards bekommen in dem Bereich Medizin. Herausgenommen sind diese Chlorhühnchen. Das ist überhaupt nicht mehr Gegenstand. Ich weiß, es läuft immer wieder noch durch die Medien, aber gerade der Verbraucherschutz, der hat hier dementsprechend, ist der gar nicht mehr Gegenstand. Auch gentechnisch darf nichts hier weiter eingeführt werden, weder im Futtermittel noch in den
den Pflanzen. Also das heißt, unsere Normen im Verbraucherschutzbereich in diesen sensiblen Gebieten werden nicht angekratzt. Ich weiß, es wird immer anders erzählt, aber es haben uns alle Verhandelnden, sowohl die Kommissare als auch das Europäische Parlament, die Beteiligten, versichert, dass das rausgenommen worden ist. Also hier haben die NGOs, das heißt also die entsprechenden Organisationen und Bürger, einen Riesenerfolg. Das wird gar nicht mehr verhandelt. Frau Stachowitz, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in das TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen. Und das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.